Einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 1 mit mir, dem Dagi LP, hier in einem süßen, kleinen, schnuckligen Wäldchen, in das uns diese Person da reingeführt hat, nämlich Hermine, weil wir in der letzten Folge aus dem Zaubereiministerium geflüchtet sind. Dabei hat uns ein Todesser, ja, erwischt und deswegen musste Hermine kurzerhand den Zielort verändern, wodurch der Typ da zersplintert wurde. Aber leider sieht man da keine Fleischwunde. Das hätte ich mir jetzt gerne angetan. Geht es dir gut? Ja, danke. Zum Glück. Ja, das ist ob man das jetzt Glück nennen kann, sei mal dahingestellt. Hermine, warum hast du dich nicht dafür bemüht, ihn mehr zu zersplintern? Wir müssen Dean einholen. Ich weiß, dass wir ihn einholen müssen, aber wir dürfen nicht gesehen werden, Harry. Ach so, okay, ich verstehe. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier eine kleine Spaziergangsrundtour im Forest of Dean. Folge Dean Thomas, wirke den 4-Punkte-Zauber. Und mein Inventar ist leider immer noch sehr voll. Wie war denn das jetzt eigentlich nochmal mit den Tränken? Sammelobjekte wird wahrscheinlich nicht damit gemeint. Ach doch, war damit gemeint. Alles klar. Ja, wir haben sehr viel Garottengas, sehr viel Doxizid, peruanisches. Ach so, wenn davon 10 voll sind, dann, das ist keine allgemeine Tranksammelliste, sondern ich kann immer nur 10 von jedem Trank. Und wenn ich dann logischerweise einen 11. von einem Trank finde, deswegen hat es mir auch gar nichts gebracht, den explosiven Trank zu verbrauchen. Das war richtig hart dumm. Ja, hier haben wir noch den Tagesprophet und alles, aber das schauen wir uns am Ende an. Oder, ja, müssen wir mal gucken, wann wir das genau machen. Vielleicht hin und wieder mal, aber das gucken wir uns definitiv auch im Let's Play an. Das kann ich euch versprechen. Gut, aber ihr wisst ja, bekanntlich sind hier immer so ein paar Sachen versteckt. Da hinten haben wir zum Beispiel auch wieder irgendwas Verstecktes. Das schauen wir uns mal an, was wir da jetzt haben. Peruanisches Instant-Finsternis-Pulver. Sehr gut, okay. Und hier anscheinend so eine, ja, Burg. In Hogwarts Legacy würde man sagen, oh, hier wohnt anscheinend schon lange keiner mehr. Oder wie war der Text, Leute? Ihr wisst das doch alle. Alle, die Hogwarts Legacy spielen, wissen, was ich meine. So, Doxizid können wir auch nicht einsammeln. Aber definitiv viele hier an Tränken, was man so finden kann. Wahrscheinlich wollen sie einem das Inventar wieder so ein bisschen aufstocken nach der ganzen Aktion im Zaubereiministerium. Aber ich wäre ein bisschen dankbarer, ein paar explosive Tränke noch zu finden. Aber leider nur Doxizid und Garottengas anscheinend. Na gut, okay. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal weiter im Text. Warte mal, 4-Punkte-Zauber. Den können wir nicht einsetzen. Er hat doch, aber der backt ein bisschen. Ach, der geht in die Richtung. Alles klar, okay. Ja, und hier ist leider ein Scheunentor. Da können wir leider nicht lang. Genau. Ja, die Aussicht ist auch eher so ein bisschen semi-optimal. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Kommt Ron und Hermine. Wir haben eine wichtige, wichtige Mission vor uns. Und müssen Dean Thomas finden. Der ja noch in der 5. Klasse ziemlich gegen Harry Potter aufgemuckt hat. Eigentlich will ich den gar nicht finden. Aber natürlich machen wir wieder einen auf freundlich und folgen Dean Thomas mit blablabla 4-Punkte-Zauber. Alles klar. Genau. Ein Kobold. Was will Dean mit einem Kobold? Gryffindor! Gryffindor! Sei leise, oder willst du, dass sie uns erwischen? Das ist auch ziemlich cool, dass das Spiel jetzt in der Form auf dieses Szenario eingeht. Denn Dean Thomas war ja mit Griphook unterwegs und noch mit einigen anderen Leuten. Die haben ja sich als abtrünnige Rebellen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, zusammengetan da. Und oh Gott, da sind Greifer. Wie kommen die denn da jetzt hin? Ja, machen wir es erstmal auf die Art. Ich hoffe, der Zauber geht weit genug. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Petrificus Totalus! So, haben wir gleichzeitig beide sogar. Das war mal ein netter Hit, würde ich sagen, Leute. Das war mal ein richtig netter Hit. Das kann ich alles nicht einsammeln, ist alles Doxizid. Ach, das ist doch Verarsche, ey. Oh, hallo ihr... Oh nein, jetzt brauchen wir es zumindest. Ah! Doxizid ist auf der 4, ne? Ja, auf der 4. Hallo? Hallo? Nee, eigentlich nicht. Hab ich sie? Hab ich sie? Oh, nein, nein, nein.
Petrificus Totalus! Petrificus Totalus! So, und dann hauen wir wieder mit Stupor drauf, würde ich sagen. Will nicht schon wieder von Wichteln getötet werden. Das sind einfach die schwersten Gegner im Spiel. No joke. Geht jetzt drauf, lasst der Mine in Ruhe. Ihr könnt Ron angreifen, aber nicht der Mine. Los jetzt. Hallo? Könnt ihr euch mal bitte hitten lassen? Hallo, aua. Stupor. Das hilft nicht, oder? Stupor. Also, jetzt haben wir nochmal einen gekriegt. So, und nochmal... Okay, jetzt haben wir sie. Jetzt kann ich aber zumindest das Doxizid hier einsammeln. So, alle drei. Okay, gut, weiter geht's im Text, Leute. Was? Wo? Wo schießt ihr hin eigentlich? Was macht ihr denn da? Oh mein Gott. Sind das Akromantula? Oh mein Gott, ich fühle mich voll an Hogwarts Legacy erinnert. Das sind ja keine richtigen Akromantulas, oder? Das sind ja eher so... Die Akromantulas sahen ja ein bisschen anders aus. Das waren ja eher so Vogelspinnen. Und das sind eher so Weberknechte, gefühlt. Und die gehen hart schnell down. Und wieder diese epische Musik. Also da nimmt das Spiel auch echt kein Blatt vom Mund. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ganz schön viele. Ah! Vor allem Ron, der geht erstmal ganz heldenmutig da rein, obwohl er eigentlich Todesangst vor Spinnen hat. Das Ding ist auch, wir haben jetzt hier verschiedene Wege, die wir ablaufen können. Und die Frage ist, welcher ist der richtige? Oder, ne, wo finden wir vielleicht noch irgendwelche Zusatzsachen, die wir brauchen? Geh kaputt, Spinne. Hallo? Oh, hallo! Dann machen wir dich mal eben kalt. So. Oh, das ist der nächste. So. Nein, Freundchen, du machst hier keinen auf Willi wichtig. So. Ja, die haben wir alle. Okay, dann müssen wir aber wieder den anderen Weg ablaufen. Ron, steh doch mal nicht im Weg, bitte. Doch, ich muss aber echt sagen, die Soundtracks gefallen mir. Kommt auch auf die Positivliste des Spiels. Oh Gott, oh Gott. Komm her. Oh Gott. Okay. Ich glaube, wir holen auf. Ja, glaubst du das, Hermine? Ich glaube das nämlich noch nicht so ganz. Wo sind hier meine Tränke? Hier lagen vorhin Tränke. Die sind einfach abgehauen. Einfach geklaut worden. Okay. Oder? Ja, kein Trank, der da liegt. Vorhin standen wir da am Zaun und haben die Gegner getötet und dann haben die Tränke fallen lassen. Die anscheinend nicht mehr da sind. Oh. Todessassen, alle, die nicht menschlich sind. Vielleicht verstecken sie sich beide vor ihnen. Hä, wie sind die denn da einfach so straight durchgelaufen? Ich meine, wir haben hier eine Spinne und einen Greif und Todesser nach dem anderen. Und die laufen da so durch, bekommen wahrscheinlich nicht mal mit, dass die gesucht werden oder so. Wie kommen die Todesser und die Greifer denn überhaupt auf uns? Also eigentlich sind es nur Greifer aktuell, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wie kommen die denn auf uns? Wir sagen nicht den Namen Voldemort. Und sonst sind wir auch nicht aufgefallen. Ich meine, Dean und Griphook werden mindestens... Ja, nicht genauso doll gesucht, aber auch gesucht. Hier sind wir anscheinend bei einem Campinglager ausgekommen. Sehr cool. Hallo, guten Tag. Einmal bitte weggehen. Dankeschön. Was ist das hier? Ah. Okay, die hatten anscheinend Strom. Sehr zukunftsorientiert, diese Camper hier. Hermine, wo schießt du hin? Oh Gott, dahin. Oh, geh kaputt. Deine Zauber sind jetzt mächtiger. Sehr gut. Dann sind wir wahrscheinlich wieder ein Level abgekommen. Zuletzt, als ich geguckt habe, waren wir schon Level 11. Keine Ahnung, ob das gut ist. Aber schlecht scheint es nicht zu sein, weil ich die Gegner ziemlich schnell mittlerweile hier down kriege. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Oh, explosive Tränke, sehr gut. Nein, Rudi, nein. Ich will in einen dieser Wohnwägen rein. Oh. So. So, okay.
Oh nee, nicht die schon wieder. So, die gehen aber auch so drauf. Also aus der Entfernung sind sie doch ein bisschen leichter zu besiegen. Je näher man denen kommt, umso nerviger sind sie. Können wir jetzt mal bitte Ruhe hier haben? Wie viele wollen denn noch kommen? Hey, warte mal, in diesem Wohnwagen ist ein Trank, oder? Dann muss ich da ja irgendwie reinlaufen können. Ah ja, hier. Zauber können verwendet werden, um Hindernisse wegzuräumen. Ah. Interessant. Was? Oh, oh. Ich laufe hier direkt in die Gegner rein. Na gut, tun die aber auch. Ich meine, die fliegen einfach die ganze Zeit instant direkt neben mich. Und wundern sich dann, dass ich direkt auf die schieße wie ein Berserker. Oh. Oh, so. Aua. Was war das? Freundchen. Dean, Griphook, könnt ihr eventuell mal zu Hilfe kommen? Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Und, das wird grau. Nicht gut, nicht gut. Grau mag ich gar nicht. 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 Oh. Kommt das Leben wieder von selber so ein bisschen dazu, wenn ich hier ein bisschen mein Leben... Doch, ich glaube, ja, es wird wieder gesättigter. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und nochmal einen blutbildenden Trank. Alles klar. Okay, und Ron und Hermine haben hier schon aufgeräumt. Die sind nicht ganz so nervig hier in dem Spiel. Das finde ich auch sehr gut. Ich meine, erinnert euch nochmal an Teil 4. Ist immer mein absolutes Negativbeispiel. Aua, was die Spiele anbelangt. Da waren sie eigentlich die ganze Zeit nur ein nerviges Beiwerk. Kein Mensch wollte sie, kein Mensch brauchte sie und sie waren trotzdem da. So, geh drauf. So, einen explosiven Trank haben wir eingesammelt. Sehr schön. Was? Freunde, wie viele wollen denn noch hier kommen? Ey, ihr könnt doch nicht so eine riesen Armee haben. Kein Wunder, dass Hogwarts mit so wenigen Soldaten angegriffen wurde. Die Hälfte davon hat Harry, Ron und Hermine haben die schon alleine geklärt hier auf dem Weg. Gut, die Frage ist halt, ob die wirklich sterben, weil guck mal, die apparieren jetzt schon direkt wieder weg. Oh, ein Fahrrad! Leute, wir sind gerettet! Wir müssen gar nicht mehr laufen. Ron, du radelst? Ich setz mich mit Hermine hinten drauf. Was hältst du davon? Hä? Geht es dir gut? Mir ginge es noch besser, wenn wir wüssten, was wir tun sollen. Brudi, du kannst direkt aufs Fahrrad steigen. Ich guck mich jetzt hier noch einmal kurz um. Ne? Und dann setzen wir uns aufs Fahrrad und dann geht's ab. Dann geht's ab in die weite Welt. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr Besonderes. Oh, eine Schaukel! Eine Kinderschaukel. Das ist, glaube ich, nicht so gut, sich da reinzusetzen. Habe ich einmal im Real Life gemacht, Leute. Dann haben meine Beine so festgesteckt, dass ich da nicht mal rauskam. War nicht ganz so lustig. Okay, ich glaube, hier ist alles soweit geklärt. Okay. Weil ich mir natürlich auch kein Heiligtümerzeichen entgehen lassen will, aber... Ja, gute Frage, ob ich jetzt schon eins übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich schon eins übersehen, oder? Ich werde garantiert ganz oft in den Kommentaren lesen, ja, Daniel, da und da und da und da und da. Und da und da und da hast du eins übersehen, aber... Ich gebe mir Mühe, Leute. Okay, weiter geht's. Hier in die Richtung. Mhm. Okay. Wo müssen wir jetzt lang, ist die Frage. Hä? Was? Da lang? Hä? Wieder zurück? Ach so, da lang müssen wir. Ich sehe es schon. Yes, okay. Wir sind ihnen auf jeden Fall näher. Dean, Griphook, wo seid ihr? Versuchen wir es da lang. Wo gehen wir hin? Hauptsache so weit weg wie möglich. Wo sind sie? Gehen wir weiter. Sie müssen weiter vorne sein. Können wir nicht einfach rufen wie normale Menschen? Einfach ganz laut. Ich meine, wir haben ja sogar die Möglichkeit, unsere Stimme magisch, das sieht aus wie die peitschende Weide, zu verstärken. Das ist... Es bewegt sich nur im Wind, oder? Nein, als ob! Ihr wollt mich verarschen. Das ist nicht kanongetreu. Nee, da muss ich... Als ob die in der Muggelwelt einfach so zwei peitschende Weiden nebeneinander haben. Nee, da hinten sind ja noch welche. Ach komm, ihr wollt mich doch verarschen. Really, Hermine, was machen die hier mit uns? Das ist echt nicht deren Ernst.
Ist ja nicht so, dass ich hier nur durchs Wasser laufen... Au! Wasser laufen muss. Hier sind auch noch peitschende Weiden. Au! Jetzt aber gut. Gibt es hier auch wieder so einen Knoten, den man aktivieren muss, oder was? Ron? Oh, da ist er. Er lebt noch. Ja, Ron, bleib einfach mal ein bisschen unter der peitschenden Weide. Also ist deswegen nicht kanongetreu, weil die peitschende Weide ein extrem seltener Baum ist, extrem kostbar. Der wächst nicht einfach irgendwo random in einem Wald. Aber naja, gut, wir wollen uns mal nicht beschweren, sonst komme ich hier wieder als kleine Mimose rüber, die eigentlich nur zu meckern hat. Wobei, das kann keiner sagen in diesem Let's Play. Weil nachdem ich so viel Positives gesagt habe, habe ich eher die Sorge, dass manche denken könnten, dass ich von dem Spiel gesponsert werde oder so. Weil ganz ehrlich, ne, so oft wie ich jetzt gelesen habe, dass das Spiel scheiße sein soll, ich kann dieser Kritik nicht so viel abgewinnen. Noch nicht. Vielleicht sollten wir uns wirklich beeilen. Nichts wie weiter. Was war nach der Nummer im Ministerium? Ich musste uns vom Grimoldplatz desapparieren. Jetzt, wo sie wissen, dass wir dort waren, werden sie versuchen, die Schutzzauber zu durchbrechen. Ist schon in Ordnung. Wir mussten fliehen. Du hast getan, was getan werden musste. Ja. Könnt ihr mal bitte aufhören, ein bisschen zu reden und ein bisschen mehr Aktivität zeigen und helfen? Danke schön. Super. Hallöchen. Oh, der kommt einfach gerade aus der Tür. Wollte wahrscheinlich einkaufen gehen und da kommt einfach Harry Potter und tötet ihn. Ja, wer ist jetzt hier der böse Leute? Man sollte es nochmal hinterfragen. Hallöchen. Das war der Nachbar. Den haben wir auch ermordet. Ja, der hatte auf jeden Fall ein ganz schönes Shit. Oh, Hermine! Sie ist tot. Okay. Ja, anscheinend sind die oben in den Fenstern, würde ich mal sagen. Gehen wir mal ins Haus rein. Okay, wir stürmen das Haus. SEK-Polizei. Sofort alle auf dem Boden hier. Auf dem Boden, habe ich gesagt. Wo seid ihr? Oh nein, oh nein. Instant Finsternispulver, geil. Da oben ist der Gegner. Sofort hinlegen auf den Boden. Hände über den Kopf. Okay, sie wollen nicht auf uns hören. Oh, okay, er ist weg. Okay, sie sind alle weg. Leute, wir haben sie. Ach so, wir sind doch noch nicht durch. Warte, aber da ist ein Trank. Instant Finsternispulver und Garottengas können wir nicht mitnehmen. Haben wir genug von. Hermine, was machst du denn da schon wieder? So harte Aggression irgendwie. Ich weiß nicht, wo die hinschießt, aber offenbar hat die irgendeine Mission hier. Okay. Und nu? Ach so, da ist eine Treppe. Geh mal weg, Hermine. Dankeschön, dankeschön. So. Wo gehen wir lang, wo gehen wir lang, wo gehen wir lang, wo gehen wir lang, Leute? Ist das hier wieder... Kann man sich hier durchsprengen oder so? Weil zuletzt war da so ein Hinweis, dass man Gegenstände mit Zaubern wegsprengen kann. Aber wahrscheinlich sollen wir erstmal hier hin. Der dreht sich erstmal ganz langsam um. Ich schieße Zauber auf den. Der dreht sich erstmal nach dem 10. Zauber um. Oh, was ist denn da los? Ja. Stress haben sie anscheinend nicht. Nein, Rudi. Du greifst uns nicht an. Wir sind das mobile Einsatzkommando. Das Sondermobile Einsatzkommando. SEMBK. Das laber ich. Oh, komm schon. Geh down jetzt. Meine Güte. So, wie komme ich jetzt hier durch? Wahrscheinlich mit Expulso, würde ich sagen. Oder Wingardium Leviosa. Kann ich... ja gut. Das muss mir auch nochmal jemand erklären. Expulso. Ich glaube ja nicht. Geh doch jetzt drauf! Nee, also Expulso ist echt nicht geil. Oh mein Gott, jetzt wird's kritisch. Ron, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! So. Ganz kritisch. Okay, okay, wir haben... Ah, ist da noch jemand? Oh! So. Huh! Leute, das war eine knappe Kiste. Aber jetzt mal im Ernst, wie komme ich da durch?
Expelliarmus wahrscheinlich nicht. Bewegungsunfähig, verwirrend, macht handlungsunfähig, Ganzkörperklammer, entwaffnend, lässt schweben. Ja, schweben lassen können wir halt einfach gar nichts. Es ist... Oh, da sollen wir wahrscheinlich auch gar nicht durch, oder? Ja, wobei doch, da ist doch ein Durchgang. Da können wir doch keiner erzählen, dass wir da nicht durch müssen. Oder wir müssen da hinten durch. Moment. Ja gut, ich... Ah, nee, warte, wir können... Können wir hier runter? Nee, können wir auch nicht, okay. Wir fragen einfach unseren Wegzauber. Okay, der meint, dass wir da lang sollen. Ja, okay, alles klar. Ah! Dieser Zauber ist tatsächlich Gold wert! Oh Gott! Geht rauf! So! Hallo, nicht die Maschinen hier kaputt machen! Die brauchen die Muggel noch! Ah! Oh Gott, das war auch wieder eine knappe Kiste. Ich darf nicht so sehr reinlaufen. Vom blutbildender Trank irgendwo. Oh nein, 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 nein. Geht weg, ihr Doxies. Gerade gar keinen Nerv auf euch, wirklich. Nehmt das nicht persönlich, aber ich mag euch nicht. Komm, geh kaputt. Ja, okay, wir haben es, glaube ich. Ich glaube, diese lila Leuchtung da soll sagen, dass da Doxies drin sind, oder? Oder, Wichtel meine ich natürlich. Sorry, Leute. Falls ich die Doxies gesagt habe, ist dumm, ist natürlich Wichtel. Im Eifer des Gefechts kann man sich manchmal versprechen. So, weiter geht's. Da sind wieder welche. Oder sind das Doxies oder Wichtel? Ich muss mal gerade von Namen gucken. Oh, jetzt ist er weg. Also, sie sehen ein bisschen aus wie Wichtel, könnten halt auch Doxies sein. Wurde wahrscheinlich... Also gut, das heißt Doxy, das sind Doxys. Nee, dann sind es doch Doxys, Leute. Sehen halt so ein bisschen aus wie die Wichtel aus Teil 2 von Harry Potter. So bläulich mit den Flügeln. Und die Grafik ist auch nicht so mega gut, dass man das direkt unterscheiden könnte. So, jetzt aber genug Ausreden hier erfunden. Oh Gott, geh drauf. Nicht gut da. Ron, du müsstest eventuell das Haus verlassen, damit du die triffst. Keine Ahnung, ist mir nur gerade mal so in den Sinn gekommen. Hermine, warum haben wir den mitgenommen? Wir müssen ihn einholen. Ron, jetzt geh doch mal... Ich schwöre, das ist wieder der einzige Depp hier in der Runde. So, geh kaputt. Du da oben auch, Freundchen. Nicht mit mir. So. Huh. Harter Tobak. Jetzt sind wir hier, okay. Gucken wir mal eben, wo wir lang müssen. Hier lang tatsächlich, okay. Ist aber da noch irgendwie ein Weg. Sollen wir den nochmal kurz abchecken, ob da irgendwas ist? Oh ja. Also Garottengas sehr viel, aber nichts, was ich gerade einsammeln könnte. Und hier leider kein Heiligtümerzeichen. Das hätte ich jetzt geil gefunden, wenn wir da noch was gefunden hätten, aber... Leider ist dem nicht so. Okay, Leute. Noch irgendwas, was wir hier abchecken können? Wir können die Treppe hier noch... Ah, nee, können wir nicht. Okay, alles klar, hat sich das auch schon direkt erledigt. Hier können wir auch nicht lang. Okay, dann laufen wir den vorgesehenen Weg ab. Dean, Grippo, kommt doch jetzt mal. Ehrlich, das ist nicht mehr lustig. Meine Güte, überall nur Gegner. Teilweise sind die auch noch 12 Jahre alt. Minderjährige, die wir hier abknallen müssen. Kann mir niemand erzählen, dass dieser Junge da mit der Bommelmütze volljährig ist. Wo schießt ihr denn schon wieder hin? Ach so, da oben. Hä, wie kommt der denn da oben hin? Gesundheit ist gestiegen, das freut mich. Das ist auch bitter nötig. Ja, Ron, das hast du davon. So. Kann ich hier durchschießen? Ja, kann ich. So. Und hier ist nochmal eine Kiste. Sehr schön. Mit dem Tagespropheten und Klitterer drin. Habe ich eingesammelt, ne? Ja, habe ich eingesammelt. Alles klar. Sehr gut. Jetzt noch das Heiligtümerzeichen, dann bin ich glücklich. Okay.
Folge Dean Thomas, wirke den 4 Punkte. Oh Gott, wir sind wieder bei einem Atomlager hier bei einer. Oh Harry Gott, als ob die hier rumchillen. Ihr Zauberer redet von nichts anderem mehr. Aber wenn man dem Tagespropheten Glauben schenken kann, solltet ihr euch nicht zu sehr auf ihn verlassen. Man sollte nicht alles glauben, was im Tagespropheten steht. Versuch es mal mit dem Klitterer. Da steht die Wahrheit drin. Ja, allerdings, oh nein. Die Todesser haben sie entdeckt und laufen denen erstmal ganz geschwind hinterher. Die sind so am Arsch. Ja, Leute, das wird doch eine tolle nächste Folge, wo wir Griphook und Dean den Arsch retten müssen. Ja, man sieht, da geht's gleich richtig ab. Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn wir in der nächsten Folge dieses Atom-Dingsbums hier, wie nennt man das nochmal, Kernkraftwerk. Genau, wenn wir dieses Kernkraftwerk hier abchecken. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!